So, ihr Süßen, ihr wolltet unbedingt ein Routine-Video von meiner Foundation. Und da ihr ja anscheinend auf lange Videos steht, kommt hier nun ein ausführliches Video von meiner Foundation-Routine. So, also ich trage unter einer Foundation immer eine Tagescreme auf. Nehmt einfach die eurer Wahl. In meinem Fall ist es die ARC Pur Balance für puren verfeinernde Haut ab 20. Dann könnt ihr schon mal, wenn ihr irgendwelche Unreinheiten habt, wie ihr hier bei mir ja seht, Pickel oder sonstiges, nehmt euch einfach einen Concealer eurer Wahl. In meinem Fall ist es die Camouflage von Alverde. Und dann deckt ihr die ab. Und dann könnt ihr die Foundation nehmen, die ihr habt. In meinem Fall, momentan benutze ich eigentlich keine Foundation, da benutze ich eigentlich nur dieses Feuchtigkeits-Make-up. Habe ich gerade wieder für mich entdeckt, das habe ich vor Jahren schon mal benutzt. Die deckt zwar ein bisschen mehr als die von Olas Complete oder halt von Nivea, diese ganzen Feuchtigkeitscremes mit einem Hauch von Make-up. Aber weil ihr unbedingt ein Foundation-Video haben wolltet, nehme ich jetzt die Photo Finish von Catrice. Die war bei mir leider ein bisschen zu dunkel. Deshalb werde ich davon einfach nochmal was mitmischen, damit es einfach ein bisschen heller wird. Ihr könnt das mit einem Pinsel auftragen, ihr könnt es mit den Händen auftragen. Ist mir eigentlich völlig egal, wie ich das auftrage. Ich mache das jetzt einfach mal für euch jetzt so. Um den Ton zu finden, der eurem Hautton gleicht, geht ungeschminkt in die Drogerie. Testet es nicht am Handrücken, sondern schmiert euch ruhig ein bisschen was vom Tester ins Gesicht und guckt dann, ob das eurer Hautfarbe gleicht. Das habe ich nämlich nicht gemacht, als ich mir die Catrice geholt hatte. Ich wollte mir immer mal noch eine hellere Nuance holen, habe es bisher aber leider nicht geschafft. Demnach mische ich das Ganze einfach, kriegen wir das schon hin. So, wenn ihr jetzt die Foundation aufgetragen habt, ich mache das andersherum, weil wenn ihr ein bisschen diese Augenränder habt und so weiter, also ist es mir aufgefallen, kommt es nochmal besser, wenn ich die Camouflage nach der Foundation auftrage als davor, weil damit wird die meistens immer wieder abgedeckt. Und ich benutze es quasi nochmal so ein bisschen mit als Aufheller. Und demnach gebe ich das jetzt hier hin. Und auch hier in den Innenwinkel. So, jetzt seht ihr, es ist viel mehr aufgehellt. So. Um das Ganze zu fixieren, hatte ich mir von ist das Alverde? Nee, Alterra. Ist das nicht von Alverde? Ich weiß es jetzt nicht. Sieht ein bisschen wuselig aus. Also hier war noch mal so ein Pinsel drin. Mit dem konnte ich überhaupt nichts anfangen. Deshalb benutze ich das jetzt immer so. Ich habe es einfach umgedreht, habe den Pinsel draußen gelassen. Das Ganze sieht so aus. Dann fängt sich das alles immer hier in dem Topf hier unten drin. Und dann nehme ich einfach einen Pinsel und gehe dann so damit rein. Damit fixiere ich jetzt die Foundation. Schön überall einpudern. Auch schön euren Concealer schön abpudern.
So, wenn ihr das getan habt, dann seid ihr eigentlich mit der Foundation fertig. Ich benutze ganz gerne dann noch, beziehungsweise jetzt würde ich eigentlich, ich mache es einfach. Dann nehme ich mir eigentlich mal ein Wattestäbchen und mache an meinen Augenbrauen das Überschüssige alles ab. So, und dann fange ich eigentlich an, ein bisschen zu konturieren. Wenn ihr wissen wollt, von Alverde ist die Camouflage 001 Sand. Eigentlich ein Tick zu hell, aber um jetzt wirklich auch ein bisschen aufzuhellen, im Innenwinkel super gut. Was wollte ich euch noch sagen? Achso, dieses Altera Puder. Das ist ein Loose Mineralpuder in 02 Honey mit Granatapfelextrakt. Ja. So, jetzt habe ich hier das ändert sich immer hin und wieder, wie ich Lust habe. Das ist jetzt gerade von P2, der Natural Beauty 020, war aus der Sweet Blossom LE. So, nehme ich auch nur ein bisschen, gehe hier an der Seite, an der Nase lang. Und dann die obligatorischen Stellen, die man immer nimmt, also sprich hier so ein bisschen lang. Dann die Stellen lang. Ihr seht auch gleich diese Kontur, die sich dann setzt. Ihr könnt das schön ausblenden, indem ihr hier so ein bisschen öfter dann drüber geht. Soll ja auch nicht zu krass sein. Und dann hier unten nochmal lang. So, somit wären wir eigentlich soweit fertig mit der Foundation-Routine. Ich trage jetzt für euch einfach nochmal da eine Eyeshadow Base noch mit auf, weil ich jetzt mich sowieso dann eh gleich schminken würde. Ich gebe mir das einfach hier auf den Finger. Das war die Eyeshadow Base. So, dann nehme ich mir noch meinen Konturenstift für die Augenbrauen. So. Und dann können wir auch gleich den neuen Exhibit von NARS ausprobieren. Die extreme rote Farbe. So, ich gehe auch wirklich nur ein ganz bisschen rein, weil der wirklich extrem ist. Könnt ihr ja schon sehen. Und dann gebe ich erstmal so ein bisschen hier so rauf. Und fange schon an, den zu verblenden. So, um das Ganze noch mal ein bisschen mehr zu verblenden, nehme ich mir immer noch mal so ein Kabuki. Ein bisschen ohne Haare. Und dann gehe ich einfach noch mal ein bisschen drüber und macht das dann so.
Und dann wäre das auch fertig. Ja, jetzt braucht ihr eigentlich nur noch eure Augenschminken, Wimperntusche und Lippenstift und dann seid ihr eigentlich für den Tag wunderbar gerüstet. So, das war meine Foundation-Routine. Es soll euch nicht darstellen, was müsst ihr machen, sondern jeder hat ja seine Kleinigkeiten, die er bei sich gerne macht. Und auch seine anderen Handhabung, ob es darum geht, den Concealer unter das Make-up zu machen oder drüber oder was auch immer. Ich wollte euch oder sollte euch nur zeigen, wie ich meine Foundation-Routine betreibe. Und ja, so mache ich das jeden Morgen. Jetzt im Sommer natürlich nicht unbedingt mit Foundation, sondern eher mit diesem Hauch von Make-up in diesen Feuchtigkeitscremes, weil mir das, wenn es warm ist, wirklich mit dem Schwitzen und so mit vollgekleistertem Gesicht nicht wirklich gut gefällt. Und manchmal auch ohne, einfach nur ein bisschen Puder rauf oder so, also gerade bei heißem Wetter stehe ich nicht wirklich auf zugekleistert. Ja, aber das könnt ihr so, wie ihr wollt, entscheiden. Für mich, wenn ich jetzt weggehe oder so, dann mache ich das schon ganz gerne. Ansonsten im Alltag eigentlich immer nur Feuchtigkeitscreme und Schminken, ein bisschen pudern und gut ist. Für glänzende Partien habe ich gemerkt, es gibt diese Papers, um das überschüssige Fett dann abzunehmen und macht das, bevor ihr abpudert, sonst verschmiert ihr euch das ganze Fett einfach nur weiter ins Gesicht. Oder wenn ihr nichts anderes habt, ein Toilettenpapier, ein Taschentuch, tupft euch vorsichtig an den in der T-Zone ab und pudert nochmal drüber, mattiert es schön und dann hält das auch. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, über jedes Däumchen freue ich mich, über jeden Kommentar freue ich mich und natürlich über neue Abonnenten. Bis demnächst.